Die Göhe ist zum Tanzen da. Soll ich jetzt tanzen, oder was? Der Schild ist schon immer da. Der Vater selbst hat euch lieb, Alter, ich rasch schnell aus. Das sind Handys. Lass die Sprachaufnahme. Die Technik lasst du bitte so, wie sie ist. Kannst du so ein Gang einsetzen und zugucken? Doch, das auch. Dann sehen wir was. Hallo. Okay, eine Kamera entdeckt. Herr Mundisch, wo ist das Rezept? Dann such. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, also, wir machen heute Julis Lenzenrezept. Da brauche ich erstmal Wasser mit Doppel A. Wasser mat der dritte Meschen an zu Zesumen mat. Ist das holländisch? Also, ja. Okay. Nico, du wirst kreativ. Ja. Han Mess. Sehr gut. Oh. Kreativ. Du bist wo hast du die her? Das ist die aus dem Kühlschrank. Läuft noch. Alles gut. Syntaxfehler, drücken Sie Exit. Okay, hier gibt's keine Exit! Hä, da steht on-off, da steht doch nicht Exit! Syntaxfehler. Wir müssen eine Kamera aufstellen. Sechs Eier! Na denn. Wie hilft's der Rezept an? Was ist das? Das gehört dazu. Eine sind Spätzle, das andere sind Lenser. Jetzt muss ich anfangen. Jetzt darfst du. Ich guck mal hier zu. Genau. Ist doch uns mal rum, oder? Ich glaube, man fängt mit dem Spätzle an. So, ich fange jetzt damit an. Das Mehl in eine große Schüssel füllen und eine Mulde in die Mitte drücken. Also, wir machen nun, wer es noch nicht rausgefunden hat, wir machen Spätzle
Linsen mit Spätzle. Lustig ist, das Linsengericht ist von Nico übersetzt worden auf Luxemburgisch. Das wird noch sehr lustig. Beim Spätzle musste ich mir erstmal die Zutaten ausrechnen. Das war so lustig. So. Nur so, ihr kennt die zwei anderen Videos, ich kann nicht kochen. So. Was ist denn das überhaupt? Das schon. So, 500 Gramm Mehl in die Mitte eine Mulde drücken. Oh. Die Eier, die Milch, das Salz und die geschmolzene, abgekühlte Butter. Geschmolzene Butter? Wieso schreibt ihr das so spät dahin? Machen wir das mal provisionell. Obwohl ich das nicht kann. Ja, also hier sieht man schon mal, ich kann super Eier aufschlagen. Oh Scheiße. Keine Schale drin. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Eier aufgemacht habe ohne Schale. Also ohne das. Ja, ja. Ach ja, übrigens, falls ihr noch nicht wusstet oder ob das in der Anrede schon drin ist, wir sind bei Luisa zu Hause. Danke dafür zur Bereitstellung der Küche. Mal gucken, ob sie danach noch benutzbar ist. Wie messe ich denn jetzt 200 ml Milch ab? Ja, also. Wenn ich jetzt bei mir daheim wäre, wüsste ich zumindest mal grob, wo die Sachen sind. Ah! Jetzt muss ich Butter schmelzen, das wird jetzt schon sehr lustig. So. Also, ich habe gerade Töpfe. Mein Gott, wo sind die Töpfe? Na, das ist nicht wahr. Bei mir kocht man immer nach Gefühl. Das heißt, nach Gefühl heißt, wenn es 20 Gramm sind, kann es auch 25 rein. Fertig. Sag mir bloß, da muss eine Prise rein. Wenn bei mir eine Prise, dann. Ich habe meinen lieben Kameramann gefragt, der ja nichts sagen darf. Habe ich mal gefragt, kann das jetzt mit der Butter? Nicht, dass die mir anfängt. Alles in einem zähen, klebrigen Teig verrühren. Das geht mit einem Rührlöffel aus Holz mit entsprechender Muskelkraft oder auch mit Nähthaken eines. Den Teig. Was ist denn ein Knethaken eines Mixers? Mit einem Rührlöffel aus Holz. Ist das so ein Haken? Den da. Also wenn man den Juli schon eine Auswahl lässt zwischen Handarbeit und maschineller Arbeit, kommt natürlich maschinelle Arbeit. Ich glaube, das kommt hier rein. Andere Seite. Bombenmäßig. Bringen wir erstmal die Waage in Sicherheit. Ja.
Und jetzt? Shit! Stromausfall! Oh Scheiße, das Gerät stinkt! Was? Das stinkt! Das ist kaputt! Wunderbarer Spätzle-Teig haben wir hier. Ich weiß nicht, was die anderen essen wollen, aber der ist ja allein für mich. Da wird auch stecken, wäre vielleicht nicht schlecht. Kein Knie. Ne, der Stecker da rein, der ist auch schlecht. So. Hände abputzen. Ich habe das jetzt einfach mal benutzt. So, ruhen lassen. Gut, nicht vergessen. In einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen und Salz. Salzen. Den Teig auf ein Spätzle Schafbrett geben und in den Topf mit heißem Wasser schaben. Und nicht auch Fertigspätzle kochen können? Das wäre jetzt einfach. Ja. Dann fange ich jetzt mit den Linsen an. So, jetzt muss ich auch mal übersetzen, so. Wasser mit der Brett mischen und zusammen mit dem klein geschnittenen Speck für 20 Minuten am Dampfdruckkocher kochen. Dann kommen die Linsen für 30 Minuten dabei. Wasser mit der Brette. Ja. Wasser mit der Brite mischen an zusammen mit dem klein geschnittenen Speck 24 Minuten am Dampfdruckkocher kachen. Ich hab am Anfang kacken gewesen. Okay. Was ist denn überhaupt ein Dampfdruckkocher? Gebrauchsanleitung beachten, oh eh weh. Okay. Okay, wir versuchen jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Dampfdruckkocher ist. Keine Ahnung. 1,5 Liter Wasser. Also. Oh. Was ist der hier hin? Schwupp, schwupp, und alles ist nass. Super. Ausmachen! Da geht irgendwas reinmischen. Die Übersetzung fängt auch mit DR an. Was suchst du? Der Speck? Ja, Mann, der Speckschein. Ja, aber das ist doch einfach. Oh, Menno! Ich organisiere mal Strom, Nico. Okay, gerne. Du musst dir das selber schneiden! Ja. Da ist schon drauf. Fleisch. Ein Messer. Mit was schneidet man das jetzt?
Sind irgendwelche große Messer zu schneiden? Jawoll! Das sind jetzt 300 Gramm, was machen wir mit dem anderen 100? Das ist nachher kein Speck mehr, das ist nachher Speckbrei. Das ist Speck, das schmeißt man weg. Schön klein geschnittener Speck. Ich habe Speck noch nicht selber geschnitten, nur selber gegessen. Muss beim Speck der Rand weg? Was? Gut. Scharfe Messer wären vielleicht auch nicht schlecht. Was? Das ist ein Fleischmesser. Das richtige Messer nehmen hilft. Das ist ein Fleischmesser! Ja? Schon Fleischmesser! Was kann ich? Kannst du kochen? Nein, wieso? Kann ich. Kochen kann ich, aber ich helfe. Dann bin ich ja echt der Einzige. Der kochen kann oder der das Essen macht. Nee, der nicht kochen kann. Was denkst du, warum es die Serie gibt? Vielleicht kannst du es nach Folge 100. So. Aber für mich sind das kleine Stücke. Na gut, als Koch muss man immer probieren. Guter Speck. So, ich weiß auch nicht, was bringt. Ich kenne auch mit BR an. Brennnessel-Limonengras. Nein. Danke. Wir gehen wieder auf Schatzsuche. Die Tür ist zum Ziehen, das ja. War's. Die Tür ist zum Ziehen, das ja. War's. Ach, die Brille. Was? Welches Rezept hast du gehabt? Glänzen. Glänzen, Brille müsste früher sein, ja? Ach, fängt auf.
Komm. Ist Luxemburg. Fängt auch mit BR an. Oh je, ich glaube, hier explodiert leer. So. 20 Minuten, darf ich nicht vergessen, habt ihr irgendwo eine Eier oder so? Ich kann die Mikrowelle 20 Minuten laufen lassen. So, in einem großen Topf Wasser. Schon wieder ein großer Topf. So eine Töpfe haben wir gar nicht. So, mach jetzt mal eine Pfanne. Ich mach jetzt mal halb voll. Ja. Was ist das denn? Groß bitte. So. Auf ein Spätzle Schabrett. Alter. Ich bin zwar ein Schabrett, ich wüsste es. Ich suche noch das Spätzle Schabrett. No, 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 wait, 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 I find it, I find it. I will find it. Was ist ein Spätzle Schabrett? Warum macht das Geräusche? In einem großen Topf Wasser zu den Teig auf einem Spätzle Schabrett geben und in den Topf mit heißem Wasser schaben. Wenn die Spätzle gar sind, steigt sie an die Oberfläche und können abgeschöpft werden. Das muss man bei dieser Menge immer wieder zwischendurch machen, sonst fällt der Teig auf die Fettchen. Okay. Auf die fertigen Spätzle im Topf und vergeben damit. Tipp. Ja, da. Ist das normal? Warum tropft der? Der Teig ist sehr klebrig, daher spült man am besten alles gleich mit kaltem Wasser ab. I don't know. Maybe it's right, I don't know. Was da denn für ein Teig, Alter? Niemand, das ist richtig! Ha? Mit dem Messer! Ein großer. Das wäre das Fleischmesser! Normales Messer! Normales? Gut! Das wird aber noch lustiger dann! Und jetzt? Und
Und dann rein. Ich hab nur, wir kaufen Spätzle. Ich hab noch nicht, wir haben noch nicht Spätzle selber gemacht. Was passiert? Ja. Achso, der ist noch. Der ist noch hoch. Das war gerade eben noch ganz unten. Das geht ganz schnell. So, also. An einer kurzen Erklärung geht es jetzt weiter. Ich versuche mal mein Bestes. Das klebt jetzt auch gar nicht. So. Platz streichen. Geh da rein. Mein erstes Spätzle. Geh da rein, mein erstes Spätzle! Wer wollte vorhin die Kamera da anschließen? Überm Herd? Anschalten oder anschließen? Anschließen. Damit sie Strom hat und so. So? Jetzt hat sie Strom. Was war? Stecker war nicht richtig drin. Welcher Stecker? Der da. Ach so. Ja, aber sie hat was gefilmt. Ja, bis keine Ahnung wie lange noch. Wenn's klingt, ja. Jetzt geht's wieder. Technik. Wir können die Kamera setzen. Wir können die Kamera setzen.
Linsen Suppe. Kriegt da ein bisschen Mehl rein. Das ruhig auch keine Ahnung. Wenn nicht, dann sind es halt Linsen aber Juli. Nach Juli Gericht. Ich sehe nichts mehr. Alles klar! So. Ich richte jetzt schnell den Tisch und dann sind wir gleich wieder. So, das ist hier. Und man kann einen kleinen Rundblick hier mal über die Küche machen. Ja. Also wir haben hier beim Essen Spüle rüber zum, ja, wer macht denn das mal auf? Der Koch? Das gehört zum Kochen dabei. Da ist so eine braune Brühe drin. Gutes Mal. Das Rezept falsch war. Ja, Luisa musste kurz reinkommen und ein bisschen Mehl nachschöpfen, weil der Teig so klumpig war. Weil ich habe versucht, die Spätzchen zu machen, das war Eibollen. Ja, ansonsten, ich habe noch nie Linsen mit Spätzchen gemacht. Ansonsten, was gibt es als nächstes? Bestimmt etwas Einfacheres wie ein Schnitzel oder so. Schnitzel selber machen, das würde ich mal machen. So richtig so ein rohes Fleisch haben und dann schön in das Ei reintunken und dann noch die Panade oben drauf. Aber da werdet ihr euch bestimmt sicherlich was einfallen lassen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Küche sieht wieder aus wie Schwein, man sieht nicht vor, oder? Ja, so wie beim Frühstück auch immer. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ja, jetzt sind sie heiß. So, also. Das ist wie gesagt das Gericht. Wir haben den Spätzle und Seitenstück. Typisch schwäbisches Gericht. Ja, macht das eh. Und ja, ich werde das Ganze jetzt rausbringen an die lieben Versuchspersonen und dann wird man weitersehen. Bis gleich! Nee. So, now we have Linsen à la Juli. Ja, da ich so langsam keinen Bock mehr hatte, sind es Julis XXL Spätzle. Achso, ich dachte Knödel. Ne, das sind Julis XXL Spätzle, extra von mir erstellt. So, das ist das Gericht. Und das dürfen wir jetzt essen.